Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist, wenn wir gemeinsam diesen schönen Zweig eines Zitronenbäumchens auf einen Kunststein malen. Ich arbeite heute mit einem Stein, den ich mir aus Gips gegossen habe, also kein echter Flussstein, weil ich einfach hier gar nicht die Möglichkeit habe, mir immer die echten Steine aus einem großen Fluss zu sammeln. Das erledige ich dann diesen Sommer wahrscheinlich an der Ostsee. Ja, zuallererst suche ich mir zwei verschiedene Brauntöne raus und grundiere den Stein damit. Du siehst hier, ich benutze so einen kleinen Schwamm. Das hat den Vorteil, ja, dass man einfach diese Pinselstriche da nicht sieht. Es gibt Momente, da kann man die Pinselstriche ganz gut mit benutzen, um die gewünschte Struktur in ein Motiv reinzubekommen, aber jetzt für den Hintergrund fand ich das nicht so passend. Nachdem ich den ganzen Stein erstmal mit dunkelbraun ja, vertupft habe, kommt jetzt noch ein bisschen ein Ockerton dazu und ich verblende das so ein bisschen, dass das so ein bisschen wolkig und fluffig aussieht. Und ja, wenn ich dann damit erstmal so zufrieden bin, dann wirst du gleich sehen, dann benutze ich einen Metallic-Ton in Braun. Und das verleiht dem Hintergrund nochmal so ein bisschen einen schönen Glanz. Das gefällt mir ganz gut. Ich mache damit aber nur so einzelne Partien vom Stein glänzend, also wirklich nicht die ganze Oberfläche. Und dann lasse ich das erstmal sehr gut trocknen. Ich habe mir vorher natürlich diesen Zweig erstmal auf dem Blatt skizziert und habe dann diese Skizze auf den Stein übertragen. Man sieht es ein bisschen schlecht leider, die Bleistiftstriche auf dem Stein, aber das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Du wirst ohnehin dein eigenes Motiv finden. Und ja, das dann auf deinen Stein malen. So, ich starte hier mit einem zarten Pastellgelb. Ich möchte eigentlich kein richtig knalliges Gelb verwenden. Das erschien mir irgendwie nicht so natürlich. Ja, ich benutze auch hier einen kleinen Schwamm, um erstmal die Flächen grob abzutupfen. Gelb ist eine Farbe, die nicht besonders gut deckt. Man hätte jetzt das vielleicht vorher noch mit Weiß grundieren sollen. Boah, da hätte ich wieder warten müssen, bis das Weiß getrocknet ist, bevor ich weitermachen konnte. Und darauf hatte ich keine Lust. Also habe ich direkt angefangen und gehe jetzt danach, nach der ersten Runde, mit einem dünnen Pinsel die Konturen der Zitronen entlang und finde dann, also eigentlich ja, in der Situation dann die Form. Also ich gehe hier nicht direkt auf meinen Bleistiftlinien entlang. Das würde ich dir auch nicht empfehlen. Irgendwie ist man dann so eingeschränkt und fängt dann an, vielleicht wieder wegzuradieren oder zu sehr zu korrigieren. Das frustriert. Also sei mutig und nimm den Pinsel und mal einfach drauf los, auch wenn es vielleicht ein bisschen anders aussieht als das, was du dir vorher gedacht hast. Du kannst jederzeit ja auch die übrigen Bleistiftlinien dann wieder mit Braun vertupfen, falls dich das stört. Ich habe jetzt zwei oder drei Schichten mit Gelb aufgetragen und habe, wie gesagt, mit so einem feinen Pinsel das Ganze umrandet. Die dünnen Pinsel, die ich hier benutze, das sind Pinsel, die eigentlich für Porzellanmalerei gedacht sind. Die habe ich mal geschenkt bekommen und da muss ich ganz ehrlich sagen, die benutze ich sehr, sehr viel. Also die sind richtig klasse. Einen davon habe ich mir sogar noch ein bisschen verdünnt, indem ich dort die Fransen abgeschnitten habe, ein paar Pinselfransen. Ja, das wirst du nachher noch sehen, wann ich den benutze. Ich male jetzt hier weiter mit einem ja, mittleren Grünton und finde jetzt die Form der Blätter. Da ist erstmal nichts Besonderes dabei. Ich werde das ganze Blatt mit diesem Grünton ausmalen und werde auch einen Schwamm benutzen, eben wieder um den Pinselstrichen da aus dem Weg zu gehen. Und ja, welche Farben ich benutze, das schreibe ich dann unten noch in die Infobox hinein. Ihr könnt natürlich jedes Grün nehmen, was euch am besten gefällt. Insgesamt arbeite ich hier mit nur zwei Grüntönen, diesem und dann noch einem helleren. Passt jetzt schon ein bisschen auf, dass ihr nicht zu sehr in die Zitronen reinmalt. Es beginnt jetzt so langsam auch die Phase, wo, naja, wo man eben gucken muss, dass man nicht zu sehr drüber rausmalt, weil das dann mit Gelb wieder zu korrigieren ist schwierig, denn ihr erinnert euch, Gelb deckt nicht so besonders gut auf dunklen Farben. In diesem Schritt, den ihr jetzt seht,
habe ich ein kleines bisschen das Grün heller gemacht. Es ist aber noch nicht das völlige Hellgelb und gehe damit in den inneren Bereich des Blattes hinein und mache das ganze Blatt von innen erstmal ein bisschen heller. Ja, ich gehe aber nicht bis ganz zum Rand. Ich möchte, dass der Rand außen ja noch dunkelgrün bleibt und das Blatt von innen ein klein wenig heller. Man muss dort nicht so sehr genau sein. Ihr seht das bei dem vorderen Blatt, dass das ja in der Mitte auch noch ein bisschen dunkler ist. Also an der Stelle einfach nur schauen, nicht drüber rausmalen, nicht bis ganz an den Rand. Und ja, der Rest ist eigentlich fast egal. Ein Blatt hat ohnehin eine Struktur und wenn ihr dort noch so ein paar Tupfen seht, ein paar einzelne Tupfen, dann kann das ja auch ganz günstig sein, um einfach das Aussehen eines natürlichen Blatts zu unterstützen. Ich habe vorher im Internet geschaut, wie so ein Zitronenbäumchen aussieht und habe mich daran orientiert, wie ich so ein Zitronenblatt male. Ich glaube aber, am Ende ist das dann gar nicht mehr so realistisch geworden. Ihr seht es ja in dem ersten Foto, wo da schon drauf zu sehen ist, wie es fertig aussieht. Und ja, ich habe das dann einfach so gemacht, wie es mir gut gefiel. Ich glaube nicht, dass es besonders realistisch ist. Also es sollte hier ein Botaniker zusehen und der Meinung sein, die Blätter passen leider nicht zur Frucht. Ja, ich weiß, aber es war mir egal. So, was jetzt zu sehen ist, ist, dass ich sozusagen meinen Blättern ein Sixpack verpasse. Also, dass ich dort nicht alles in hellgrün eintupfe, das ist gewollt. Das sind die einzelnen Partien im Blatt, wo man dann auch die Blattadern sehen wird, die das abgrenzt. Also dort an der Stelle jetzt wirklich mit einem Hellgelb nur so stückchenweise reingehen und rechts und links von der Mitte so ein paar kleine, na, ich möchte mal sagen, Highlights setzen. So, als nächstes nehme ich mir einen dunkelbraunen Ton. Und male den Ast schon mal vor. Da kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen. Mein Ast ist ein bisschen knubbelig und geht kreuz die quer. Ja, ist eigentlich nichts Besonderes daran zu finden. Auch hier, ich weiß nicht mal, welche Farbe tatsächlich die Rinde von einem Zitronenbaum hat. Einfach dort das wählen, was einem am besten gefällt. Es geht ein kleines bisschen durcheinander, denn ich habe jetzt im Nachhinein gemerkt, ich habe die Blätter ein bisschen anders platziert, als sie auf meiner Skizze waren. Und deswegen habe ich jetzt auch noch nicht alle Blätter richtig dran gemalt und auch die dritte Zitrone oben ist noch nicht fertig, weil ich ehrlich gesagt erst mal gucken musste, ja, wie es jetzt weitergeht. Also auch da keine Panik, das ergibt sich dann einfach während des Malens, wie sich das dann darstellt. So. Ja gut, das Blatt kriegt auch noch einen Stiel und auch die Zitrone kriegt einen Stiel. Und jetzt, wo ich die Äste gefunden habe, wie ich glücklich damit bin, beende ich diese dritte Zitrone. Ich hatte mir eigentlich überlegt, die Zitrone ein bisschen grün zu machen, also dass sozusagen zwei Zitronen schon reif sind und die dritte ist eben noch nicht ganz ausgereift und ist ein bisschen grün. Ihr könnt es erkennen, ein kleines bisschen bin ich auch schon mit einem Hellgrün dort an der Seite lang gegangen. Ihr seht es aber später gleich nochmal, wie ich das mache. Ja, aber so richtig habe ich mich da noch nicht getraut. Immer wenn die Zitrone dann wirklich grün war, da dachte ich, oh nein, das gefällt mir nicht. Und dann bin ich wieder mit Gelb drüber gegangen. Ja, auch hier probiere ich das einige Male, bis ich dann damit glücklich bin. Ihr seht auch, die Form habe ich nochmal verändert, denn dieser kleine Knubbel unten an der Zitrone, der sollte ja eigentlich dem Stiel dort gegenüber liegen und das war aus meiner Sicht jetzt nicht der Fall, also habe ich das nochmal ein bisschen verändert. Ja, dieser Blütenansatz, den male ich jetzt. Ich gehe mit mehreren Farben dort rein, mit Gelb, Hellgrün und mit Braun. Und jetzt gehe ich noch ein zweites Mal über die Kontur der Zitrone rüber, damit das dann auch wirklich gut deckt. So, ich werde jetzt als nächstes die restlichen Blätter zeichnen, beziehungsweise malen.
Und ja, ihr seht es hier, ich gehe nochmal mit dem Schwamm über die Zitrone drüber, jetzt wieder in Gelb. Also offensichtlich war es mir schon wieder zu grün. Und es ist eigentlich jetzt nichts Besonderes mehr. Es sind dieselben Arbeitsschritte wie am Anfang auch schon. Diese drei Blätter, die noch dazugekommen sind, die sind aktuell noch ganz dunkelgrün. Ich lasse es ein kleines bisschen trocknen, bevor ich wieder das Zentrum des Blattes ein bisschen heller mache. Und dann wieder die einzelnen Blattsektionen dort ein kleines bisschen mit hellgrün ja, highlighte, möchte ich mal sagen. Und hier kannst du sehen, ich gehe mit dem hellgrün über diese Zitrone drüber. Aber Achtung, bitte nicht den Schwamm oder den Pinsel einfach in die Farbe eintunken und dann auf die Zitrone draufgehen, denn dann hast du viel zu viel Farbe an deinem Schwamm dran und dann wird es eine Matscherei. Also dann wird es nicht mehr gut aussehen. Du musst also vorher möglichst viel von der grünen Farbe an deinem Schwamm erstmal abtupfen. Entweder du machst es auf der Farbpalette oder auf einem Handtuch oder auf einem Stück Küchenrolle, je nachdem, was du gerade daneben liegen hast, und tupfst es fast bis auf den letzten Rest raus. Und damit gehst du dann auf die Zitrone drauf, beziehungsweise auch auf das Blatt. Das ist nämlich die gleiche Technik. Und dann wird das einfach zu so einem Highlight und man sieht es nicht so doll. Es fällt also nicht so sehr auf und dann kriegt es auch so einen Look, als wäre das wie, ja, wie geairbrushed. Ich weiß nicht, gibt es das Verb? Keine Ahnung. Und ihr wisst, was ich meine. Ja, dann verschwindet das, dieser Übergang ebenso schön. Und das sorgt dann auch dafür, dass es ein bisschen natürlicher, ein bisschen realistischer aussieht. So, ich beende jetzt noch die Blätter. Genau, und die Zitrone. Ah ja. Ich nehme mir jetzt ein Gelb, was ein bisschen intensiver ist. Ihr könnt ganz sehr den Unterschied schon erkennen. Aber auch hier nehme das nicht die ganze Fläche der Zitrone ein, sondern ich tupfe auch über das Grün mit drüber raus. Das wird dadurch nicht abgedeckt, denn dieses Gelb deckt nicht besonders gut. Auch dort nehmt ihr bitte nur eine kleine Menge an Farbe und tupft das auf die Zitrone auf. Und so habt ihr durch die zwei verschiedenen Gelbtöne ja, so einen natürlichen Farbübergang drin. Man bemerkt es gar nicht so sehr, aber das Auge erkennt es dann schon und dadurch wirkt es ein bisschen realistischer. So, jetzt kommt ein ziemlich cooler Teil, wie ich finde, denn bisher. Ja, konnte man zwar sehen, was es ist, aber bisher sah das noch nicht so richtig gut aus. Aber jetzt kommt schon der erste Pep, wie ich finde. Und zwar habe ich mir jetzt mehrere Farben zusammengelegt. Und zwar einen hellen Beige-Ton, dann dieses Dunkelbraun, was ich auch bei dem Zweig benutzt habe, und ein Grau. Und diese drei Farben mische ich ein bisschen miteinander. Und gehe damit an die Ränder des Blatts. Das soll so ein bisschen den Anschein erwecken, als ob sich das Blatt am Rand ein bisschen eindreht und man sozusagen dort die Unterseite des Blattes sehen kann. Auch hier bin ich mir nicht sicher, ob das bei Zitronenbäumchen so ist, dass die Unterseite des Blattes irgendwie beige ist. Ich glaube, nein. Ich glaube, wenn es so ist, ist der Baum krank. Aber hier in dem Moment fand ich das ganz schön. Habt keine Angst, hier mit dem Dunkelbraun wirklich direkt reinzugehen in das Blatt, also auf den Stein drauf. Ihr müsst es nicht fertig mischen in der Palette und dann erst benutzen. Es mischt sich von selbst direkt am Blatt. Ja, also nehmt den Pinsel, ihr seht es auch hier, wie ich möchte mal sagen, mutig mit dem Dunkelbraun da reingehe. Und das ist zum Beispiel jetzt ein Moment, wo ich die Pinselstriche mag. Da kann man so ein bisschen Struktur reinzaubern und es wirkt doch deutlich natürlicher. Auch wenn natürlich botanisch gesehen das Ganze jetzt nicht besonders realistisch ist. Ja, das mache ich jetzt bei allen Blättern so, wie mir das gefällt. Mal mehr, mal weniger. Überall zuerst mit diesem Gemisch aus Beige und Grau und dann später ein bisschen mit dem Dunkelbraun noch rein, um ja, einfach da wie so eine Art kleinen Schatten zu kreieren. So, jetzt kommt der nächste Schritt, welche unsere Blätter ein bisschen
naja, ein bisschen natürlicher aussehen lässt. Ich gehe hier mit einem reinen Weiß in das Blatt rein. Aber bitte nicht das Weiß ganz pur benutzen, sondern sehr, sehr stark verdünnen. Ich habe mir also hier einen riesigen Wassertropfen auf meine Palette gemacht und nehme dann den Pinsel mit ein bisschen Weiß dran und gehe in das Wasser hinein und damit dann in das Blatt. Das hat zur Folge, dass es nicht so, ja, nicht so intensiv ist. Das Weiß knallt dann nicht so raus. Du kannst natürlich erstmal einen großen weißen Strich an den oberen Rand eines Blattes machen und dann ausschließlich mit Wasser reingehen. Also du musst gar nicht immer die Farbe am Pinsel haben, sondern kannst einfach den weißen Strich setzen und es dann mit reinem Wasser verblenden. Solltest du mal viel Wasser benutzt haben und du hast wie eine Art kleine Pfütze dann auf dem Stein, ist das nicht schlimm. Entweder du wartest, bis es von alleine trocknet, keine Sorge, du bekommst keine Wasserränder, also jedenfalls ist mir das noch nicht passiert, sondern das trocknet einfach weg und man sieht dann nur noch das, was du verblendet hast. Oder wenn es gar zu schlimm ist, dann tupfst du es ein bisschen ab mit, ja, mit einem Stück Küchenrolle oder mit einem Taschentuch und dann geht das schon. Sei nicht zu perfektionistisch. Ich male ganz leichte, ganz einfache Blattadern dort hinein. Ihr seht, ich werde schon ein bisschen unordentlich bei dem unteren Blatt. Also auch da, das geht wirklich ratzfatz, geht ganz schnell. Und ja, damit sind die Blätter auch schon fertig. Mehr machen wir damit nicht. Ich bin ehrlich gesagt ganz zufrieden. Kann man so lassen. Als nächstes kümmere ich mich dann noch um die Zitronen. Ich nehme jetzt einen von den etwas dickeren Pinseln für die Porzellanmalerei und ja, wende eigentlich die gleiche Technik an wie eben mit dem Weiß an den Blättern. Ich wähle einen dunkelbraun und mische das ein kleines bisschen mit einem Beige oder ich helle das ein kleines bisschen auf, um, ja, um das ein bisschen matter zu machen. Also Weiß macht ja Farben nicht nur heller, sondern ich persönlich finde, Weiß macht Farben auch matt. Also es nimmt auch so ein bisschen die Kraft raus. Das muss man natürlich wollen, das ist klar. Ich möchte das jetzt an der Stelle, dass das also nicht dieses reine Dunkelbraun ist, wie ich das oben bei den Ästen benutzt habe. Und deswegen mische ich das mit Weiß und dann verdünne ich es wieder sehr, sehr stark. Keine Angst haben, guckt euch wirklich mal eine richtig reife Zitrone an. Also nicht die, wie du sie gerade frisch im Supermarkt gekauft hast, sondern wenn du sie mal noch eine Woche liegen lässt, dann kriegen die auch braune Flecken und das ist auch gar nicht schlimm. Und ich finde, dass, ja, das ist schon eigentlich das eher, wie so eine Frucht am Baum aussehen sollte, aus meiner persönlichen Sicht. Deswegen tupfe ich hier dieses Gemisch aus Wasser und brauner Farbe auf die Zitronen auf. Ich achte dabei wirklich darauf, dass ich tupfende Bewegungen mache und nicht einfach eine Sektion ganz ausmale, denn eine Zitrone hat ja auch so ein bisschen eine huckelige Struktur, möchte ich mal sagen. Die ist ja nicht hundertprozentig glatt und indem ich also dort ein bisschen was tupfe und auch schon durch das Tupfen mit dem Schwamm ganz am Anfang, versuche ich also dort diese natürliche Struktur in die Zitrone reinzubekommen. Ja, was jetzt passiert mit dieser wässrigen Farbe ist, dass ich versuche, eine Art kleinen Schatten von den Blättern zu erzeugen, die da drüber hängen. Auch das hilft, noch ein bisschen Tiefe in das Bild reinzubekommen. Bei der unteren Zitrone, da war ich irgendwie nicht ganz glücklich. Ihr seht, ich wische das dann einfach ein bisschen mit dem Finger weg und lasse es jetzt erstmal trocknen und widme mich hier wieder dem Lichteinfall. Auch da gehe ich mit diesem wässrigen Weiß in die Zitrone rein. Je mehr ihr es verdünnt, desto schwacher wird das Weiß und desto transparenter ist das Weiß auf der Zitrone. Wenn du weniger Wasser benutzt, dann ist der weiße Strich eher deckend und du kannst damit spielen. Also ihr seht, dass ich spiele auch damit, wie viel Wasser ich nehme, sodass ich also einzelne Sektionen nur ganz, ganz schwach damit highlighte und andere wirklich also einen sichtbaren weißen Strich hinzufüge. Das mache ich bei allen drei Zitronen. Wo ich diese Lichtpunkte hinsetze, das muss ich ganz ehrlich sagen, dafür gibt es eigentlich kein Rezept bei mir. Ich mache es meistens an einer Seite ganz am Rand und auf der anderen Seite
ein bisschen weiter weg vom Rand. Ich muss ehrlich gesagt immer dran denken, wie mein Kunstlehrer damals die Linie erklärt hat. Das hatten wir 100 Mal in der ganzen Schulzeit und immer wieder hat er uns erklärt, wie man mit Linien die Form eines Objekts unterstützen kann. Und so sehr, wie mir das damals auf den Geist gegangen ist, so oft muss ich heute daran denken, wenn ich also die Lichtpunkte bei den Zitronen setze, dann gehe ich wirklich diese ovale Form der Zitrone nach und unterstütze so die Rundung. Also es ist schon was Wahres dran. Ja, du siehst jetzt, wie ich den dünnsten Pinsel benutze, den ich habe. Das ist auch so ein Porzellanmalpinsel gewesen. Und ich habe mir dort bestimmt 2 Drittel der Pinselborsten noch abgeschnitten. Also dort sind jetzt vielleicht noch 10, 15, 20 Borsten dran. Ich habe sie nicht abgezählt, aber es ist wirklich ein ganz, ganz dünner Pinsel. Und gehe jetzt in das Schwarz und ziehe so dünn ich kann alle Konturen des Bildes nach. Ich beginne mit den Blättern und mache zum Schluss die Zitronen. Es dauert nicht so lange, wie es aussieht. Ich würde mal sagen, 5 Minuten vielleicht. Dann seid ihr durch. Vielleicht auch 10. Je nachdem, wie geübt man damit ist. Wichtig auch hier, bitte nicht mit dem ganzen Pinsel einfach in die schwarze Farbe reintunken und dann auf das Blatt gehen, sondern die Farbe vorher ausstreichen, sodass ihr nur noch zwar über die ganze Länge des Pinsels die Farbe dran habt, aber trotzdem nur noch ein bisschen. Ja, nicht zu viel, sonst fängt es an mit Klecksen und dann hast du überall so dicke Stellen und die musst du dann wieder ausgleichen und darauf habe ich irgendwie keine Lust. Deswegen konzentriere ich mich am Anfang darauf, dass ich es versuche gleich ordentlich zu machen, dass ich hinterher nicht nochmal drüber muss. Es stört mich auch nicht, wenn jetzt an einer Stelle der Strich ein bisschen dicker ist als an einer anderen. Das müsst ihr aber selbst entscheiden, ob euch das stört oder ob ihr auch damit zurechtkommt, dass es eben nicht ganz gleichmäßig ist. Wir sind an und für sich jetzt schon am Ende. Ich gehe jetzt noch einmal mit Weiß auf die Zitronen und setze die letzten Lichtpunkte, wie mir das gefällt, nachdem das Wässrige schon getrocknet ist. Dann kriegt man einen besseren Eindruck. Ja, und das war's. Ich bin an der Stelle schon fertig. Ihr könnt es so lassen. Die Rückseite des Steins natürlich auch noch braun malen und niemals vergessen, signiert alle eure Arbeiten. Das sind meine Initialen, die ich mit Gold auf die Rückseite schreibe. Und im Jahr 2020 habe ich es gemalt. Wenn das alles vollständig getrocknet ist, dann liebe ich es, diesen Epoxidharz auf die Steine aufzutragen. Das macht die Steine erstens haltbarer und zweitens glänzt das wie Glas. Und das ist so cool. Ich liebe das. Das macht den Stein nochmal zu so einem richtigen Blickfang. Und sollte dein Kind den Stein nehmen und mal durch die Gegend feuern, geht er deswegen auch nicht kaputt. Also das ist auch schon ein großer Vorteil, wenn er mal runterfällt. Das hält dann doch wirklich ein bisschen was aus. Man soll es nicht meinen. Außerdem werden die Farben dadurch geschützt. So, ihr seht es, ich gehe damit ganz vorsichtig um. Der Kunstharz muss ungefähr 3 Tage trocknen. Und ja, dann ist dein Stein fertig. Ich finde es toll, wie er glänzt. Und ich hoffe, dass du beim Nachmachen genauso viel Spaß haben wirst, wie ich das hatte. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und viel Spaß beim Malen. Tschüss!